und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Ja, ihr seht richtig, in der Garage. Und zwar geht es heute nicht um den Piaggio Zip, sondern ich habe einen anderen Patienten draußen stehen. Da habe ich noch eine winzige Kleinigkeit vergessen. Und zwar hole ich ihn gleich mal rein, aber vorher muss er erstmal ein bisschen warm werden. Im Hintergrund hört ihr da, glaube ich, einen Motor laufen. Und das ist der Patient, der hier rein möchte. Aber er sollte erstmal ein bisschen warm laufen. Das bedeutet natürlich, ihn müssen wir erstmal rausschieben, um dass der andere rein kann. Ich habe soweit alles abgeräumt hier, muss hier unten noch Kleinigkeiten wegnehmen und dann raus und der andere bitte rein. Genau, das ist unser Patient, der Iris-Roller. Und zwar möchte ich an den Peugeot Elysion noch mal dran gehen und würde gerne das Getriebeöl nachgucken, weil mir kommt das vor, als läuft das da drinnen etwas trocken. Jetzt ist natürlich das Problem, ihr könnt Öl oder man kann auf diesen Getriebeöl aufgießen, aber keinen kompletten Wechsel machen. Wollt ihr einen kompletten Wechsel machen, dann müsst ihr die Variomatik runternehmen oder zumindest die Kupplung hinten. Das heißt, Variomatikdeckel, die Kupplung runter und müsstet das ganze Gehäuse lösen, um ja, zu sehen, ist Getriebeöl drin, ist kein Getriebeöl drin. Und das Ganze umgehe ich jetzt und zeige euch mal, wie ich das immer mache. Also, hier ist unsere Füllschraube. Also, hier ist die Verschraubung zum Getriebeöl füllen. Man kann, wenn man etwas pfiffig ist, was ich natürlich noch nachträglich machen werde, eine zusätzliche Ölablassschraube oder Getriebeölablassschraube noch einbauen. Das heißt, dazu muss ich aber erstmal gucken, wo kommt die normal hin. Diese Schraube lösen wir jetzt erstmal und dann gucken wir mal, wie viel Öl da überhaupt drin vorhanden ist. Das heißt, ich löse jetzt hier unsere Füllverschraubung. Ja, das geht immer recht leicht. Ich ziehe hier von meiner Bremse mal den Zulauf ein bisschen zur Seite und gucke jetzt mal. Man kann jetzt schon leicht sehen, also Öl dürfte wohl noch vorhanden sein, aber die Menge, das wollen wir jetzt wissen. Ölschraube habe ich schon hier, die habe ich gereinigt, ist auch eine ganz normale Verschraubung, nur noch niemals eine Dichtung drunter. Wie messe ich jetzt das Öl? Ihr nehmt euch einfach einen ganz normalen Bautenzug. Ganz einfach, ich habe hier einen etwas längeren Bautenzug genommen. Ihr nehmt euch einen ganz normalen Bautenzug, der vorne auch schön sauber zusammen ist noch und damit gucken wir jetzt unseren Ölstand nach. Wie gesagt, achtet darauf, dass der trotzdem auch sauber ist, auch wenn sich hier nicht viel dran halten kann, aber ihr geht ja ins Getriebe sozusagen damit rein. Das heißt, hier durch das Loch einfach reinschieben. Erstmal, der müsste dann gleich einen Bogen machen normal. Ja, manchmal ist das gar nicht so leicht, aber ja, er hat den Bogen gezogen und man sieht es, glaube ich, auch, das Öl geht bis hierhin. Also, ja, so ungefähr. Das ist doch schon eine ganze Menge und es tropft auch. Also, das heißt, Öl ist vorhanden. Jetzt habe ich das mal kurz abgewischt und ja, sieht auch noch recht gut aus sogar. Alle Dinge sind meistens zwei, deshalb ich
biege das hier noch mal ein bisschen nach, dass so ein leichter Bogen entsteht. Aber braucht nicht großartig gebogen sein. Wir gehen jetzt hier noch mal rein und jetzt sollte er, ja, so, ziehe noch mal und jetzt zeigt mir das allerdings ja auch ungefähr so weit an. Es tropft auch noch, also ist es genug Getriebeöl drin. Woher weiß ich das? Ich kenne den Füllstand mittlerweile und von daher aus kann ich das dann beurteilen, ist das gut oder ist das schlecht. Also, so schwer ist das gar nicht, mal das Getriebeöl zu überprüfen. Wenn ich einen Ölwechsel mache, also sprich Getriebeölwechsel, zwischen 90 und 100 Milliliter, das reicht Menge aus und ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Auf jeden Fall bei den Roller jetzt reicht das erstmal hin, das sieht noch ganz gut aus, man braucht nicht allzu oft Getriebeölwechsel machen. Also, was weiß ich, ich mache alle 10.000 Kilometer, vielleicht 15.000 Kilometer mache ich, wenn dann überhaupt ein Getriebewechsel, Getriebeölwechsel. Getriebe nach Möglichkeit natürlich gar nicht. Jetzt habe ich es mir nochmal ein bisschen gemütlich gemacht, mir nochmal einen heißen Kaffee hier rausgeholt, weil es heute doch recht kühl und möchte euch aber trotzdem, ich habe hier noch den anderen Motorblock hier liegen gerade, da kann ich euch dann natürlich gleich mal zeigen, und zwar wo ich die Ölablassschraube reinsetze. Also wo ich dann das frei machen werde für eine Ölablassschraube oder Getriebeölablassschraube, lieber so. Nicht, dass das in die falschen Ohren kommt. Auf jeden Fall, Schluck Kaffee ist dabei und dann geht es natürlich gleich weiter. Was mir noch gerade so einfällt, ist das Gewinnspiel. Wir haben schon gut zugelegt, muss ich sagen, dank der neuen Abonnenten, die ich natürlich auch nochmal herzlich willkommen heiße. Hoffe, dass sie dann auch bestehen bleiben, wenn das Gewinnspiel vorbei ist. Aber noch haben wir nicht die 1000 erreicht. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen zittern und ein bisschen bangen. Ich vor allem. Aber ich freue mich trotzdem, dass so zahlreich die Leute mitmachen. Kann nur sagen, herzlich willkommen. Auf jeden Fall, ja, eine klitzekleinigkeit würde ich vielleicht noch auf das ein oder andere Teil drauflegen. Lasst euch überraschen, was, ich sage es nicht. Das kommt dann in dem Päckchen oder Paket, wie auch immer, mit rein und ist dann die eine Überraschung nochmal für euch sozusagen, für den einen oder anderen. Je nachdem, wo ich es dazu lege. Also, wir sind immer noch dabei. Wir sind immer noch im Rennen. Und ich denke mal, wenn ihr weiter so macht oder jetzt die Neuen, die mal durchgestöbert haben, dass wir vielleicht noch die 1000, vielleicht die 1001 Abonnenten noch schaffen. So, dass ich dann auch mal zu meinem Livestream komme. Und dann schauen wir mal. Was ist noch für meinen zweiten Kanal? So, lieber. Ist es ja so, ihr habt zahlreich schon für meinen neuen Kanal Namen mir zukommen lassen, wo ich mir natürlich das ein oder andere vielleicht rauspicken werde, was ich vielleicht nicht ganz übernehmen werde, aber auf jeden Fall, ihr habt Ideen, ihr habt Einfälle und deshalb möchte ich euch bitten, weiter für meinen Zweitkanal was zu schicken. Umso mehr ich bekomme, umso besser kann ich das ja mit verarbeiten und vielleicht das ein oder andere Wort dafür verwenden. Gut, das war es jetzt erstmal. Ihr wisst Bescheid. Also ich lege noch eine Kleinigkeit drauf.
Ja, mache ich gerne. Und wir gehen jetzt aber über zum Motor, wo dann das Getriebeöl ablaufen kann. Also was ich dann noch für einbaue. Hier kann man ganz gut sehen, hier ist die Öleinlassschraube und hier die, also Getriebeölablauf wäre das hier. Hier werde ich ein 6 mm Loch reinsetzen mit einem Gewinde und das wäre dann die Öl- oder Getriebeölablassschraube. Das ist jetzt nicht dafür vorgesehen oder ist dafür vorgesehen, aber es wurde nie gemacht. Also deshalb, da kommt dann die Öl- oder Getriebeöl-Ablassschraube rein. Ich sehe hier auch an diesem Motor, hier wurde auch schon gedichtet mit Dichtmaterial irgendwas, genau wie oben auch der Deckel. Wie man hier sehen kann, hier zum Beispiel, das ist wie eine elastische Gummidichtung. Da war auf jeden Fall schon mal jemand an Getriebe dran und hat das dann eben ja mit diesem Dichtmaterial gedichtet. Obwohl dafür kann man auch zur Not eine schöne Dichtung nehmen und das sieht natürlich auch ordentlicher und sauberer aus. Dass uns jetzt natürlich hier kein Öl verloren geht. Also man sieht auch, es ist gut gefüllt gewesen auf jeden Fall, aber dass es uns auch nicht verloren geht, setze ich jetzt natürlich hier die Verschraubung wieder drauf. Also dann ist das wenigstens schon mal in Ordnung und brauche ich meinen Lappen. Irgendwie ist doch recht viel Öl drin, würde ich bald mal sagen, aber das kontrolliere ich eh jetzt bald. Dann, sobald ich hier in dem Block meine Ablassschraube drin habe. Ja, und so ist auf jeden Fall hier alles in Ordnung. Und ja, dann ist das doch ganz normal. Bevor mein Kaffee hier kalt wird und ich wieder Eiskaffee habe, würde ich doch sagen, nehme ich noch mal einen Schluck und mal schauen. Gerade so an der Grenze, also er wird schon kalt. Jetzt ist es so, der Roller von Iris ist soweit fertig und er kann jetzt wirklich auf die Straße. Also sei das Wetter mit uns nächstes Jahr oder im nächsten Jahr, dann kommt der Roller auf die Straße und das Einzigste, was noch dran muss, ist noch ein neuer Stoßdämpfer. Der ist so extrem hart. Da möchte ich dann einen 26 cm Stoßdämpfer dran bauen, dass der Roller auch ein bisschen tiefer kommt, dass Iris ja besser mit den Füßen auf den Boden kommt, weil Iris ist ja ein Tuck kleiner als ich. Von daher wollte ich noch einen ganz anderen oder einen kürzeren Dämpfer verbauen, so dass Iris da auch vernünftigen oder einen vernünftigen Stand hat. Gut, wir sind durch. Für heute war's das. Auf jeden Fall, mir hat es wieder Spaß gemacht und ja, der nächste Roller wartet. Es geht munter weiter, also die Roller warten draußen und ja, mal sehen, wen wir als nächstes auf die Bühne holen. Also bis dann, euer Scooter-Schrauber. Tschüss.